So, meine Freunde, willkommen zu Halo Wars 2. Ihr habt ja das Tutorial schon gesehen, oder wenn nicht, dann herzlich willkommen. Wir machen hier die Kampagne, fangen auch gleich an, ohne Umschweife, mit Kapitel 1, das Signal. 12 Missionen, die werden wir hier spielen, auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und es startet mit einer tollen Zwischensequenz. Viel Spaß dabei. Sie auf. Etwas ist vorgefallen. Die Spirit of Fire ist in einer Lage, die ich so nicht erwartet habe. Professor Anders würde dieses Eingeständnis bestimmt erfreuen. Also sollte das unter uns bleiben, ja? Wir treiben seit über 28 Jahren durchs All. Während sie schliefen, habe ich einige Reparaturen vorgenommen. Die Systeme sind also bei 100%. Keine Probleme beim Kryoschlaf. Die medizinischen Werte der Crew sind gut. Was mich angeht, nun, die Vorschriften bezüglich der Entsorgung einer KI nach einer Lebensdauer von 7 Jahren sind eindeutig. Anstatt sie zu wecken, habe ich selbst entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ich wollte nicht, dass... Nun, ich hoffe, Sie verzeihen mir dieses letzte eigenmächtige Handeln. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zu dienen. Passen Sie gut auf alle für mich auf, ja? Leben Sie wohl, Captain. Serena, Ende. Ich muss da runter. Und zwar sofort. Auch Ihnen einen guten Morgen, Professor. Tut mir leid, Captain. Es ist gut, Sie wiederzusehen. Aber sehen Sie doch nur. Was ist es? Und wo sind wir? Keine Ahnung. Unser Navigationssystem zeigt nichts an. Wir sind außerhalb der Karte. In 28 Jahren treibt man nicht aus der Galaxie raus. Den Sensoren zufolge sind wir vor einer Stunde per Hyperraumsprung angekommen. Ohne Hyperraumantrieb? Wie wir auch herkamen, wir haben den Sprung nicht eingeleitet. Etwas da unten hat das Portal von dieser Seite geöffnet und uns durchgezogen. Zu mir weiterleiten, Lieutenant. Mal hören, was Sie sagen. Tut mir leid, ich kann es nicht abspielen. Die Verschlüsselungsmethode ist uns unbekannt. Die wurde natürlich weiterentwickelt. Aber es ist eine UNSC-Frequenz. Das ist gut. Der Krieg lief damals schlecht für uns. Das bedeutet, dass das UNSC überlebt oder sogar gewonnen hat. Von wo kommt die Übertragung? Wir haben noch keine Oberflächendetails. Etwas da unten blockiert unsere Scans und ohne Serena. Aber wir haben eine ungefähre Richtung. Vom Boden aus könnten wir das Signal leicht triangulieren. Cutter an Jerome. Zur Stelle, Captain. Spartan-Team Rot und einen Spätrupp vorbereiten. Professor Anders schickt Ihnen die Koordinaten. Finden Sie die Quelle dieses Signals. Seien Sie in einer Stunde am Ziel. Leichtes Gepäck. Verstanden, Captain. Erkundungsmission. 28 Jahre, Professor. Mal sehen, in was für einer Galaxie wir aufgewacht sind.
Ja, Krassomat. Ein riesiger Halo-Ring, aber diesmal anders. Professor Anders, gibt's was Neues zur Quelle dieses Signals? War nicht ganz leicht, aber ich konnte einen kleinen Sektor ausmachen, den unsere Aufklärer gerade durchsuchen. Ich habe die Scans etwas korrigiert. Da ist wohl ein UNSC-Bunker oder Forschungsposten, aber er ist schwer beschädigt. Mhm. Sieht nicht gut aus, aber die Spartans schaffen das. Das tun sie immer. Das würde wesentlich schneller gehen, wenn Sie mich mitschicken, Captain. Ohne Serena hier brauche ich Sie auf dem Schiff, Professor. Außerdem wissen wir nicht, was uns da unten erwartet. Jerome, Team Rot muss sofort zu den Koordinaten der Professorin. Stellen Sie den ersten Kontakt mit dem Sender des Signals her. Verstanden. Wir werden Sie finden. Gut, easy peasy. Also 28 Jahre lang im Kälteschlaf nach den Ereignissen von Halo Wars 1, das noch vor der Halo-Trilogie gespielt hat, beziehungsweise vor den ganzen Halo-Ego-Shooter-Teilen, zeitlich gesehen. Und jetzt müssten wir uns ungefähr auf Höhe von Halo 5 befinden. Ein bisschen früher vielleicht Halo 4. So um den Dreh. Und, ja, aufgetaucht. Die haben keine Ahnung von nichts. Sind einfach da gewesen, ohne einen Hyperraumsprung eigentlich gemacht zu haben. Aber sie sind angeblich durch den Hyperraum gekommen. Jetzt sind sie vor diesem riesigen, im Hintergrund sieht man das nochmal, dieses Halo-Gebilde. Und wir landen da irgendwo auf einem dieser Arme und suchen eine Signalquelle mit einem UNSC-Signal. Schau mal rein. Spirit of Fire, nähere mich den Einsatzkoordinaten für Team Rot. Bereithalten, Team Rot. Team Rot. Ich freue mich schon darauf, endlich was zu tun. Geil, wir haben Spartans endlich mal. Endlich wieder echten festen Boden unter den Füßen, nicht wahr, Alice? Du hast doch alles beim Absprung gesehen, Douglas. Hier ist nichts echt. Alice hat recht. Wir wissen nicht, was uns da unten erwartet. Haltet die Augen offen. Yo, Kumpel. Sagen Sie mir einfach, wo der Feind steckt. Auf jetzt. Spartan auf dem Weg. So, hier sehen wir die Karte, die Minimap. Bin unterwegs. Ist das was Gelbes? Was ist das hier? Ah, hier. Ja, Team Rot. Wir sind Team Rot und das sind hier die Aufklärer. Bin unterwegs. So, schauen wir mal. Bin unterwegs. Aufklärer 1 hier. Wir haben Sprengladungen platziert, um den Weg freizuräumen. Ich weiß nicht, gegen was die sich verteidigt haben, aber das sind echt massive Barrikaden. Okay. Alle Mann in Deckung. Ah. Jag die Ladungen hoch, Alice. Boom, boom. Das wird denen so richtig wehtun. Wow. Nice Explosion. Keule. Bin unterwegs. So. Jerome, neues Nebenziel, alle Phoenix-Loks finden. Verteidigungsanlagen. Ja, sie wurden eilig zusammengebaut. Die waren verzweifelt. Wieso auch keine Verteidigungsanlagen? Die wussten doch, dass sie ein Ziel für die Allianz sind. Okay. Ganz einfach. Im Laufwerk. Nee, Junge, hier fliegt ganz schön was hoch. Spartan auf dem Weg. Also grafisch ist es jetzt nicht der Überknaller, aber geht wohl klar. Da vorne geht's runter. Sprung! Hab ich übersehen! Das sind Forschungsgebäude. Unbefestigt. Das waren keine Soldaten, sondern Wissenschaftler. Sparken auf dem Weg. Ach, hier ist noch ein... Sparken auf dem Weg. Noch ein Lok. Ich sehe Plasmaspuren. Viele. Sieht nach Allianzlern aus. Das ist ganz geil, dass der erstmal hier so Gas geben muss. Jetzt hängt er fest. Oh. Das haben wir ganz gut gemacht. Noch mehr Plasmaspuren. Die haben nichts heil gelassen. Wer immer es war, sie sind schon lange fort. Wir erfahren mehr, wenn wir es zum Signal schaffen. Die berühmte Lichtbrücke. Rück aus. Bin unterwegs. Rück aus. Rück aus. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Rücker. Was macht der Nightingale hier? Haben wir Verwundete? Sparken auf dem Weg. Sparken auf dem Weg. Bin unterwegs. Rück aus. Okay, hier brennt alles. Bin unterwegs. What the heck? Eines unserer Aufklärungsteams, Sir. Wir fanden sie so. Keine Ahnung, was sie getroffen hat. Sieht aus, als bekämen wir doch noch etwas Action. Oh oh. Abgestürzt. Rück aus. Das bedeutet nichts Gutes. Auf dem Weg. Rück aus. Bin unterwegs. Rück aus. Jerome, unsere Aufklärer haben das Portal erkundet, das sie zum Signal runterbringt. Der Rest der Truppe bleibt zurück und beschützt den Ausgang, während sie nachsehen. Verstanden. Okay.
Spartan auf dem Weg. Ganz alleine, nur mit meinem Warthog. Das ist natürlich hart. Rück aus. Das kann doch nicht gut gehen. Rück aus. Professor, wir haben weitere Portale gefunden, aber etwas stimmt mit denen nicht. Sie scheinen modifiziert worden zu sein. Und das da sind keine UNSC-Maschinen. Halten Sie die Augen nach mehr davon offen. Okidoki. Rück aus. Henry Lamb, Forschungsaußenposten. Spirit of Fire, wir sind da. Basis sieht von außen sauber aus. Sehen wir mal, wer da ist. Oh, Zwischensequenz. Holotisch, 10 Uhr. Spartans, Gott sei Dank. Wir müssen hier verschwinden. Identifizier dich. Isabel, UNSC Logistik, Archenforschungsaußenposten. Isabel, wo sind die Überlebenden? Wie viele Allianztruppen sind hier? Allianz? Nein, warum so... Hören Sie, Sie sind in großer Gefahr. Die wissen gar nicht, dass der Krieg gegen die Allianz schon längst Was zu Ende ist. Was war das? Das war er. Du kommst mit uns. Wir brechen auf. Genau. Lauft, kleine Dämonen. Zentrale, hier Team Rot. Ein verwundeter Spartan. Macht sie nieder. Er bitte sofortige Evakuierung. Findet raus, wo sie herkamen. Douglas, bleib bei mir. Und bringt mir alles. Douglas! Nützliche. Haben wir. Jerome on Spirit of Fire. Cutter hier. Status. Sir, erbitte Nahbereichsbeschuss. Unsere Position. Richtung Norden in 5 Sekunden. Interessanter Plan. Verstanden. Archer-Raketen feuerbereit. Krass, Alter. Ist ja mehr Herr der Ringe als Halo. Wow! Alter, das ruckelt. Hallo, kommst du mal hierher? Was für ein Dulli. Hallo? Was passiert?
passiert da draußen? Wo fahren wir hin? Wir verschwinden von hier, Isabel. Festhalten! Den Groot holen wir uns aber später. Ich habe sie gewarnt. Sie haben Glück, dass sie noch leben. Alter Schwede, was ist hier los? Weg hier! Ich übernehme den Großen! Achtung! Da drüben! Boah. Sie nutzen die Archenportale! Portale? Warum nur immer wieder Portale? Ja, die Brückensteuerung! Los, Alice! Bin dran! Beeilung! Die kommt näher! Geschafft! Weiter! Ich gebe Deckung! Sie ist weg! Nur für den Moment, Isabel. Pilot, wir sind an Bord. Los! Jerome, wir haben ein Sanitäterteam für Douglas. Ich will einen kompletten Bericht von Ihnen und der KI, sobald Sie wieder auf der Spirit of Fire sind. Das war die erste Mission. Die war jetzt aber sehr kurz. Und es ist die erste von 15 ist. Das Signal abgeschlossen. Mhm. Okidoki. Optionale Missionsziele. Was haben wir denn nicht geschafft von den optionalen Missionszielen? Okay. Ja. Ich glaube, ich habe hier die Aufnahme nebenan offen. Das hat am Ende auch ein bisschen geruckelt. Ein bisschen hart. Ich hoffe, ihr verzeiht. Keine Ahnung, woran das liegt. Die CPU-Auslastung ist die ganze Zeit richtig schön cheesy. Also sollte eigentlich nicht das Problem sein. Frag mich! Habe ich keine Ahnung. Ich gucke nochmal in den Einstellungen. In der nächsten Mission, ja, die nächste Mission kommt gleich. Main bleiben. Bis dann. Tschüss.